Unser Graf-Recke-Quartier Neumünster wird heute offiziell eingeweiht. Der Weg hierher war lang und eine wirklich große Baustelle, die leider immer noch gut sichtbar ist. Dennoch, mit dem Einzug der ersten Bewohnerinnen und Bewohner und der Eröffnung der Kindertagespflege ist schon Leben ins Graf-Recke-Quartier Neumünster eingezogen. Ein großer Dank auch an die beteiligten Menschen und Vereine, die uns dabei kompetent begleitet und beraten haben. Im Besonderen der Verein Lichtblicke e.V., der mit unseren Fachleuten aus der Graf-Recke Sozialpsychiatrie und Heilpädagogik das Konzept für die Wohnungen für junge Menschen mit Behinderungen entwickelt hat. Ein ganz, ganz herzlicher Dank. Eine besondere Lebensform in Gemeinschaft, in der sich die Menschen auswählen können, was sie jeweils brauchen und wünschen. Das war der Wunsch und das Ergebnis einer Umfrage und einer Analyse der Stadt Neumünster in der Pflegekonferenz aus dem Jahr 2015. Diese Konferenz, und das war das Ergebnis, sagte, dass wir keine weiteren vollstationären Einrichtungen mehr brauchen, sondern dass wir für Menschen eine Stätte brauchen, in der sie all das finden, was sie für ihr Leben brauchen, an Unterstützung, an sozialer Gemeinschaft, an Hilfestellung, an Gemeinsamkeit, an Inspiration. Und mit dieser Idee der Pflegekonferenz, dass solche Wohnstätten, solche Quartiere eben gebraucht werden, ist im Grunde die Initialzündung für unser Graf-Recke-Quartier entstanden. Ich habe mich über die Einladung sehr, sehr gefreut, aber als ich jetzt hier an diesen Ort gekommen bin, bin ich begeistert gewesen. Begeistert über Sie, weil, wie Sie sich vorstellen können, als Oberbürgermeister hat man die Begriffe Inklusion und generationsübergreifend ganz oft, meistens auf Folien in irgendwelchen Sitzungsräumen, und dann bei Eröffnungen steht man irgendwie an Baustellen, hat Architekten vor sich, Investoren, ein paar Verwaltungsmitarbeiter, und dann muss man die Augen schließen und sagen, irgendwann wird das ein Ort, wo Inklusion und Generationsübergreifung funktioniert. Hier heute Vormittag ist das anders. Hier heute Vormittag sehe ich das schon mir. Und das ist, was mich am allermeisten begeistert. Die Menschen, die hier da sind, sind, wenn ich das richtig sehe, wie viel ist das? 2 Jahre ist die junge Dame. Ich weiß nicht, wo der älteste Bewohner ist. Heute ist diese Idee und diese Vision schon Realität geworden, auch wenn noch ein paar Baustellen übrig sind. Deshalb bin ich viel begeistert und vielen, vielen Dank deshalb für die Einladung dazu. Sie, die Graf-Recke-Stiftung, mit allen Beteiligten haben eine Vision gehabt, was hier passieren soll. Und Sie haben immer gerechnet und man muss immer schauen, aber Sie haben es geschafft, Sie haben an diese Vision geglaubt und Sie haben diese Vision Realität werden lassen. Und dafür möchte ich Sie als Stiftung und alle, die da beteiligt sind, ganz, ganz herzlich danken. Vielen, vielen Dank. Das ist ein wichtiger Leuchtturm für uns in Neumünster. Das ist ein wichtiger Leuchtturm, der darüber hinaus strahlt. Vielen, vielen Dank. Jetzt sozusagen lassen Sie uns mal feiern. Und dann haben wir die anderen Kleinigkeiten, die noch gemacht werden müssen, werden wir auch noch mitmachen. Wir werden das mit der Kita auch noch gut mit hinkriegen. Und allen Bewohnerinnen und Bewohnern wünsche ich eine großartige Zeit und fühlen Sie sich hier zu Hause und willkommen. Vielen, vielen Dank dafür. Dankeschön.